So, wieder zurück hier in Afrika. Wo wir mal da nach hinten gehen, weil da ist Berglounge. Ich habe jetzt da mal das Gewehr gewechselt. Auch das da Visier nochmal beim 2. Wir haben jetzt ein Wachvisier. Da habe ich die Stachelkanone CL2 genommen. Hat jeder Standard ist andere. Gut. Hier mal ein Weißschwanzgnu. Vielleicht finden wir irgendwo was. Dürfnisgebiet. Haben wir sogar schon mal gefunden. Springbok selten. Ja, ein paar Tiere fehlen uns ja noch auf der Liste, die wir noch nicht gesehen haben. Das wäre unter anderem die Hyäne, der Löwe und der Spießbock. Warzenschwein haben wir schon gesehen, aber noch nicht erlegt. Botten. Deswegen möchte ich jetzt mal ein bisschen die Karte erkunden. Und dann, jetzt gehen wir mal darauf und dann gehen wir wahrscheinlich so rüber, weil wir haben da zwischendurch haben wir auch Punkte haben natürlich. Na, man kann hier auch viel befahren. Ich hoffe, es gibt auch viele Ansitze. Also könnten wir uns auch eine kleine Route immer auspicken dann. Hier trinkt ein Weißschwanzgnu ziemlich oft. Weiß, das ist jetzt nicht okay, was wir hier machen, aber nur damit wir uns ihn mal anschauen können. Wie es aussieht. Eine Gans. Lassen hier. Bergig ist es da dann. Bisschen ärgerlich für mich ist jetzt im Vergleich zu Call of the Wild, ja, dass es eigentlich bis auf die Hyäne kein. Ja, und das Gnu natürlich. Ein neues Tier reingeschafft hat, wird nicht darüber gehen sollen. Ich hätte ja gehofft, auch irgendwann, ich meine, ich hoffe, wir erweitern das Ganze, weil hier kann man wirklich schön erweitern an Tieren, neue Tiere einfügt. Zum Beispiel
Elefanten. Ich weiß, das ist vom Model her sicher urschwer zu machen und so. Das wäre halt natürlich auch reizvoll, so riesengroße Nashörner reinzubringen. Mir würden in Afrika so viele Sachen noch einfallen. Eland. Badebiest. Leopard, Gepard, Zebra, Giraffe. Ja, aber ist ganz schön schön. Hier kriegen wir nichts. Ja. Der nördliche Teil einmal sehr ruhig. Viel grün. Nördlichen Teil. Aber bin auch schon gespannt auf die erste Begegnung mit den Löwen. Mal probieren. Ich antworte dir irgendwo was. Überraschend ruhig. Ja, hör mal, wer da hämmert, ist auch da. Warum ist nicht alle Kanzel auf jeden Fall? Weißschwanz genug. Wenn die andere Richtung halt unterwegs. Nehmt euch mit. Eine Reise. Voller Geschöpfe.
Aber nicht in meiner Nähe. Keine Ahnung, wo das sind. Wir haben nicht so richtig Bock auf mich. Sehr schön. Dann haben wir eine Lutz. Vielleicht werden wir dann von da an mit dem Auto ein bisschen fahren. Die Prido-Streifen können wir dann immer noch. Jetzt denken wir, haben da bis dann nur die Gänse gesehen. Wenig. Wollte probieren, ob ich da eine Schaukel hinbauen könnte. So. You've discovered. Zack. So, das ist Savanne, Savanne. Savanne? Noch keinen Namen. Aber gut. Das ist unser Ziel. Auto jetzt einmal. In dieser Richtung. Ich wollte nur schauen. Das brauche ich noch mit angehaltenem Atem. Dann habe ich 20% weniger Wackeln. Den Unterhebel habe ich nicht so oft. Kipplauf habe ich auch nicht so oft. Liegende Haltung, liegende Haltung, liegende Haltung. Da muss ich noch viel machen. Unmächtig ist interessant. Ja, wäre interessant. Nicht so unbedingt wichtig. Das wäre noch sehr wichtig. Hier weniger gestört werden. So wichtig. Und das. Verkaufe 10 locker gefangene Tiere. Rufe weiter Stufe. Möglich rufe dritter Stufe. Das noch sehr wichtig. Gut. Erkunden wir weiter dieses schöne Jagdrevier. Ich bin nicht sicher, ob da oben was steht oder so, aber ein Busch ist. Das sind Felsen, Felsen sind. Hyänen. Jung.
Batman. Nicht gesehen, ob unsere sich hingelegt hat. Sie überlebt. Glaube ich darum noch. Ich habe geglaubt, es ist das, aber da ist der Schuss schon gesessen, habe ich erst das zweite gesehen. Dachte, weil es so hinterher ist. Wahrscheinlich sind die da oben schon langsamer geworden. Tüffelhygiene. War auf jeden Fall nicht. Haben wir einen Löwen verscheucht? Verscheuchen ist besser. Ja, dann werden wir zum Auto gehen. Und sage ich Ihnen, ist sie verkackt. Aber es wird besser. Versprochen. Ich werde mich. Ich bin jetzt halt noch ganz euphorisch und will auf alles ballern. Meter jeden Löwe spazieren. Schauen wir mal, was der sagt, was für Wertung er hat, oder? Ob er noch ein junger oder schon ein alter ist. Honigdachs, ganz zwar. Meter. Ja, da passt auf jeden Fall. Ich will schon, dass wir den. Den Schussdistanz bekommen.
Honigdachs schalte. Unser erster Löwe. Getroffen haben wir ihn auf jeden Fall, weil wir haben den Erfolg freigespalten. Die sind hier oft, die Löwen. Erwachsen, Stufe 1. Blutspur, das sehe ich auch, sehe ich auch. Ja, noch weiter eigentlich gelaufen. Ich glaube, da habe ich nur einen Lungenflügel auf jeden Fall geschlagen. Durch diese Schräge hin. Davon liegt er. Müssen wir natürlich dann ein Foto machen. Wir müssen schnell das Auto holen. Oder diesen Punkt machen. Irgendwo würde das anbrauchen. Dann holen wir uns den. Nicht geschaut auf jeden Fall, ob er noch erlebt hat. Wieder mal ein Fehler gewesen.
hinten steht dann auch irgendwas. So. Jetzt das Foto. Okay, ich kann kein Foto machen. Lass mal's. Okay. Der Hauptschlagader getroffen. Der Flug eigentlich nur gestriffen. Okay, der zweite Schuss war dann wieder. Sehr schön. So, in der Richtung war irgendwo was. Muss man jetzt aufpassen. Auto schaffen. Gut, es sind Knus.